Södele, da sind wir wieder. Es hat ein wenig gedauert, aber ich muss das natürlich noch beenden, weil ist nicht, ne? Wir haben hier noch einiges vor uns, und zwar die 8. Partie, um genau zu sein. Und noch die What-Ifs, die hier da unten, die da, wo jetzt da nichts ist und so. Ist mein Mikrofon an? Es ist an. Es ist doch wundervoll. Und wir starten auch direkt, weil ich möchte kaum Zeit verlieren. Ich möchte das noch beenden. Wir machen weiter. Oder wir fangen an, besser gesagt, mit der Bardock-Saga. Das ist unser kleiner Son Goku mit einem Schwanz. Ja, noch ein kleines Baby, damals Saiyajinischer Name Kakarot, um genauer zu sein. Er wurde auf die Erde geschickt, bevor Bardock sich, übrigens sein Vater, sich auf die Suche gemacht hat. Was heißt auf die Suche? Was rede ich heute wieder? Ja, bevor sich Bardock gegen Freezer gestellt hat, zur ultimativen Schlacht um den Planeten Vegeta. Und er wurde auf die Erde gesandt, um natürlich die Erde einzunehmen. Aber durch ein Unglück hat er sich den Kopf gestoßen, wurde gut, hier und da, und ist eine andere Geschichte. Es geht hier hauptsächlich um Bardock, der einen Visionsschlag bekommen hat und somit die Zukunft quasi sehen konnte. Und dadurch gesehen hat, dass Planet Vegeta untergeht von Freezer, wollte natürlich alle warnen, aber keiner hat ihm geglaubt. Und seine Truppe, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, Bardock Special Force, keine Ahnung, die wurde vernichtet von Dodoria, der natürlich hinter, also einer von Freezers Männer ist und der vom Ganzen Bescheid weiß und jetzt versucht, uns auch noch kaputt zu machen. Und was ich cool fand, dieses Band, das Bandana da oben, das Bardock hat, das ist voller Blut von den anderen. Ja, das ist ein weißes Tuch gewesen. Er hat das Blut aufgewischt und sich dann ein Bandana draus gemacht, so quasi MacGyver für Arme. Was ich ziemlich cool finde, und ja, jetzt müssen wir Dodoria aufhalten. Wir töten ihn aber nicht, weil wir ja... Oh Gott, ich habe schon vergessen, wie man das spielt. Nee, habe ich nicht. Oh, da, Chun-Li! Oh, TK-Kick! Gott, fuck. Okay. Oh. Da. Okay, das ist cool. Wow. Die ist auch nice. Oh, shit. Was habe ich denn gemacht? Nein. Please, don't hurt me. Ah, kacke. Komm schon. Oh, war ja so klar. Okay, ich habe noch eine letzte Chance, und zwar das hier. Komm schon! Den packen wir! Das ist doch kein Problem für Scheiße! Wenn er jetzt mehr schafft? Nee, schafft er nicht. Er kann das nicht. Du kannst das nicht. Drück da bitte nicht nochmal. Nein! Ja, nein! Oh, fuck! Nein! Kakarata! Warte, wir haben noch eine Chance. Wir können das nochmal machen. Vergiss, was ich gesagt habe. Stimmt ja, wir haben ja nicht Dodoria getötet, weil Dodoria auf dem Planeten Namek noch für Unruhe sorgt. Später, irgendwann ein paar Jährchen. Dass die überhaupt so alt werden. Das ist echt krass. Wusch. Und in der Annahme, dass Bardock tot ist, verlässt Dodoria den Planeten, ohne zu wissen, dass wir noch im Leben sind. Wusch. Aber das war's noch nicht, denn wir sind nicht tot. Wir sind noch am Leben. Irgendwo zwischen den Trümmern. Verdammt. Ich muss die anderen warnen, bevor es zu spät ist. Clear A. Bardock freigeschaltet. Oh, yeah. Okay, die nächste Mission. Solid State Scouter. Der berühmte Titel. Endlich mal was in Deutsch, in internationalen Buchstaben. Als müsste er sehen, wie Son Goku sich Freezer stellt auf dem Planet Namek durch seine Vision, die er in sich hat. Ich bin mal kurz ruhig. Nee, ich bin gar nicht ruhig, weil es ist hier schon Stille.
Ja, Kakarot. Was? Er wollte alle warnen und hat alle gewarnt und hat aber keiner auf ihn gehört, natürlich. Bis sie. Gegen wen kämpfen wir denn? Hat er denn gegen noch irgendwen gekämpft? Gegen Freezer halt, aber nicht wirklich. Der ist einfach nur geflogen auf Freezers Raumschiff zu, also zugeflogen, und Freezer hat so einen kleinen Ball, klein mehr oder weniger, so einen Ball herabgelassen von seiner Kuppel hier gleich. Und das war's dann im Großen und Ganzen auch. Freezer, ich werde dich aufhalten und den Planeten Namek retten. Retten. Ja, wusch, 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 wusch. Fliegen, 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 landen. Dass sie so gegeneinander gekämpft haben, stimmt nicht ganz. Okay, du hast mich. TK-Kick! Oh, okay, das war quasi eine Bombe. Block, Block. Scheiße. Das war. Darf ich Scheiße sagen? Ja, ich darf. Ich bin Ausländer, ich darf das. Komm schon. Komm. Fuck. So. Jetzt aber. Nein. Nein. Auch nicht. Das kann ich auch, lieber Freezer. So. Warte, welche Attacken haben wir noch? Das hier und. Was haben wir denn noch? Das hier. Irgendwas gestärkt? Ich hab. Keine Ahnung. Wir müssen ihn besiegen, da oben eine Zeitangabe ist. Komm schon. Oh, das schaffen wir jetzt aber. Das schaffen wir. Oh, das schaffen wir. Das schaffen wir. Das ist ein Punkt für uns. Ein Sieg für uns, besser gesagt. Hä? Ach, er hat geblockt? Was ein Arsch. Ich habe jetzt gehofft. Okay. Ja, wahrscheinlich sagt er ihm gerade, dass später sein Sohn Kakarot ihn besiegen wird in einem erbitterten Kampf auf Namek. Hey, Happy Face! Wusch, wusch, Kaching, Kollision. Was? Wirkungslos. Er ist auch immer am Grinsen. Er ist immer am Grinsen. Das ist. Ich werd nackt! Ich sollte aufhören, Witze über Freezer zu machen, weil sonst kommt er dann durchs Fenster und macht mich kaputt. Macht er mich ja arm. Nee, Spaß beiseite. Der Planet Vegeta wird natürlich und wurde zerstört jetzt. Und Freezers berühmtes Lachen. Ich hab ein Loch in der Hose. Freezers berühmtes Lachen. Ihr fragt euch sicherlich, was machst du da unten an deiner Hose? Ja. So, Planet Vegeta, Kavusch, Kaboom zerstört. Freezer freut sich in Keks. Son Goku unterwegs mit einer Hypergeschwindigkeit. Und Freezer ahnt noch nichts von seiner Niederlage gegen den legendären Super Saiyajin Son Goku. Aber wird er noch merken, wird er noch spüren, wird er noch alles. Da ist das schöne rote Tuch. Und damit war's das auch mit der Bardock-Saga. Bis auf. Ja, irgendwas freigeschaltet. Bis auf hier unten haben wir, glaube ich, genau die Sachen. Die machen wir aber dann, wenn ich hier mit allen durch bin. Und das war's erstmal für diesen Part. Wir sind bei 10 Minuten und ich denke mal, das reicht. Und dann machen wir weiter mit Broly. Wo drücke ich denn? Ach, hier. Ja, haha!